Ja, mein Name ist Roland. Ich mache Bugs kaputt, setze mich für Softwarequalität ein, mache viele automatisierte Tests und behaupte halt, dass das viel Zeit spart und Geld spart und Nerven spart und es letzten Endes dem ganzen Unternehmen besser geht und ohne Softwarequalität, die auch in dem Kontext dazu steht, das alles nicht so gut ist. Ich habe die Initiative Never Code Alone gegründet. Da setze ich mich halt unter anderem dafür ein, dass Webdeveloper kostenlose Schulungen bekommen. Am 23.09. ist ein ganztägiger Workshop in Oberhausen. Könnt ihr euch gerne noch registrieren. Da gibt es immer so eine 10€ Schutzgebühr, die wir nachher spenden. Da kommen halt immer 400€ zusammen. Letztes Jahr haben wir so 3.200€ gespendet. Und ich habe da auch zwei kleine Open-Source-Projekte für soziale Zwecke. Ich nenne das Raketentechnik für den guten Zweck. Da können sich halt Entwickler einbringen. Und zum Beispiel haben wir eine Übersetzungssoftware in Ruby geschrieben und so ein Spenden-Widget ist auf jeden Fall auf GitHub veröffentlicht. Und wenn, dann folgt uns doch bitte auf Never Code Alone, weil da sind wir im Social Media aktiv. Ansonsten sind wir auch die Entwicklungshilfe NRW. Ja, wir haben lustige Namen. Ist ein bisschen blöd, wenn du am Telefon anrufst. Da wirst du immer ein bisschen in die falsche Abteilung geleitet. Wir hätten es vielleicht Entwicklerhilfe nennen sollen. Wir schauen halt, dass wir Entwickler ein bisschen effektiver machen, dass wir den PHP Storm beibringen, dass sie vernünftig mit dem Terminal umgehen, dass sie auch Refactoring machen, dass sie natürlich Tests schreiben. Wir glauben halt also nicht die Jungs und Mädels, die jetzt hier sitzen, die sind schon angenerdet, aber wir versuchen eben halt diesen positiven Nerd-Gedanken auch auf die 10 bis 15, 20 anderen Entwickler zu übertragen, die ihr vielleicht auch hier vermisst und denen ihr gesagt habt, immer am Wochenende und das kostet gar nichts und ist direkt vor der Haustür und die trotzdem nicht hier sind. Ja? Gib it. So, Clean Code, habe ich genug erzählt. Ich habe hier, komm rein. Ich habe hier einen sogenannten Sprachball. Damit wir uns ein bisschen auflockern, schmeiße ich den jetzt mal ins Publikum. Und der den fängt, also der ist so, den können auch Informatiker werfen, ja, ohne sich zu verletzen. Ich hatte auch mal einen Ball von Symphony. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja, deshalb bin ich auf so einen Babyball umgestiegen, aber der funktioniert ganz gut. Den werfe ich jetzt einfach mal ins Publikum. Kannst du auch fangen? Also, oh, 10 Applaus bitte. Sag mir doch mal einen Begriff zum Thema Clean Code. Ja, kannst den Ball auch sonst weiterschmeißen einfach. Ich bin da nicht so. Ja, earliest refactoring is possible. Earliest refactoring? Also so direkt? Also da kannst du ja auch direkt richtig schreiben. Meine ich jetzt. Aber ich ziehe jetzt nicht jeden auf. Aber den muss ich jetzt einfach mal locker verwandeln. Weiterschmeißen. Ihr dürft ihn auch fangen hier. Nicht wie in der Schule beim Sport. Ja, bitte? Reviews, das heißt, ihr guckt euch mit mehreren Code an und was ist das Ziel davon? Dass man einfach auf seine Fehler achtet. Sehr gut. Nochmal 2 Würfe, dann reicht das auch. Ah, nicht schlecht. Hier ist noch Platz, hier könnt ihr auch drüber klettern. Hast du den Ball? Bitte? Ich hab die Erfahrung gemacht, gibt's nicht. Clean Code gibt's nicht? Ja, zumindest bei mir im Unternehmen. Ich muss das immer nur lesen, aber ich weiß. Okay, sag mal, wie heißt der Laden? Okay, nochmal einen in die Ecke, die ist ja fast eingeschlafen. Da! Die junge Dame wollte ihn haben, ich bin mir ganz sicher. Ja, wir machen auch Reviews. Auch Reviews? Aber ein neuer Begriff. Komm, ein. Neuen Begriff. Nix? Da muss ich den Nachbarn geben, der hat so gut gefangen. Ein neuer Begriff. Mir verlagert ein neuer Begriff ein. Noch einer. Ich war zu ein spät Begriff dran, was wollte ich fragen? Zum Thema Clean Code, was fällt dir ein? Kann ich nicht. Okay, da ist doch auch eine Aussage. Ja, schön. So, sind wir alle wach? Es gibt eben halt Metriken, dann gibt es hier dieses KISS und SOLID, es gibt hier allerhand Prinzipien
Und es gibt schon ein paar Begriffe, die hätten kommen können, aber ist auch Sonntagmorgen. Na? Heute geht es hier im Thema, also wer von euch ist PHP-Entwickler vielleicht? Wenigstens so ein paar. Frontend-Entwickler? Heute Morgen um 8:30 kam eine neue JavaScript-Library raus. Ne? Die musste ich natürlich schon in die Präsentation einbauen. Ne? Und heute Mittag muss ich sie wahrscheinlich wieder aktualisieren. Ist das bei euch JavaScript-Entwicklern eigentlich auch so, dass ihr dann so sagt, boah, ey, der neueste Shit, ich habe mir gerade eine VM fertig gemacht hier mit dem neuesten jQuery so und so, dass ihr das immer direkt ans Laufen bringt auch? Oder seid ihr da ein bisschen gelassener? Weil kommen ja so viele Änderungen gefühlt, bei JavaScript kommen viel mehr Änderungen. Also aktualisierte Libraries ist nicht nur so, als würde ich nur Quatsch erzählen, haben natürlich auch was mit Clean Code zu tun, dass ihr eben halt die Version darunter aktuell hält. Heute geht es auf jeden Fall um das Thema Code-Standard. Da marschieren wir ein bisschen schneller durch, weil wir nicht so viele PHP haben. Code-Conventions, da kriegen wir alle zusammen ein bisschen Spaß. Reviews, ja, wichtiges Thema. Wir gucken uns ein bisschen Code an. Und wir kriegen noch ein paar Sitzplätze gefunden und reden natürlich noch ein bisschen über Clean Code. Ja, vielleicht rückt er einfach noch ein bisschen in die Mitte, lass die Jungs noch mal ein bisschen da. Haben wir alles im Griff. Okay, ich mache jetzt mal weiter. Der Code-Snipper. Der sieht ungefähr so aus. Und du kannst ihn halt mit Boo installieren auf dem Mac. Ja, Windows, ihr findet vielleicht auch einen Weg. Und wenn du PHP, ja, man muss ja auch so ein bisschen, ne? Man muss die Leute auch ein bisschen bei Laune halten. Dann, wenn ihr eben halt auf der Command-Line, ich mache keine Windows-Witze mehr, dann PHP-CS-I eingibst, dann bekommst du, kann mir einer einen Code-Standard von den PHP-Lern nennen, den er kennt? PSR2, ne? Okay, den gibt es auch, ja, ist richtig. Sonst noch einen? Ja. Richtig? Ja? Setzt ihr Code-Standards bei euch ein? Einer von euch? Okay, ihr lernt ja auch heute was Cooles, vielleicht Montag. Gibt es hier noch andere? Von damals auch, ist 4 noch nicht bei. Squiss, der intern auch als Code-Nazi bezeichnet wird. Ja, dann gibt es einen Sense-Standard. Es gibt zum Beispiel auch Standards für Symfony oder für Typo3-Projekte. Da gibt es eben halt noch einige eigene Standards. Wenn ihr in der Firma einen Standard einführt, ja, dann nehmt ihr in der Regel den PSR2, weil das ist eben halt so der bekannteste. Und dann werden euch aber Sachen auf den Sack gehen. Das ist halt so. Also das Team fängt eben halt an und dann, euer Code ist natürlich nicht PSR2-Standard. Ja? Und bei manchen Sachen beim PSR2-Standard sagt ihr euch vielleicht zum Beispiel auch, hey, ist doof. Dann kannst du die eben halt mit einem eigenen Rule-Set, sagst du eben halt einfach, hey, ich nehme hier den PSR, also das ist das Rule-Set vom PSR2-Standard. Ja? Das inkludiert einfach den PSR1-Standard und macht da so neue Regeln zu. Und genau so kannst du dir auch einen eigenen Code-Standard halt machen und dann zum Beispiel, damals war eben halt noch 120 Zeichen, hatte der PSR2 noch 80 Zeichen gemacht. Ja, aber ja, heute im Laufe der breiten Monitore kann man vielleicht auch mal auf mehr gehen und dann kannst du eben halt sagen, dass das vielleicht nur ein Warning ist, also du kannst Dinge anpassen. Sonst sagen die eben halt, nee, ist doof und dann wird das abgelehnt, dann kommt es in der Firma nicht an. Deshalb macht das lieber so und alles, was euch auf den Sack geht, schaltet ihr erstmal ab. Vorher habt ihr ja gar keinen gehabt, ja, vielleicht bleibt der eine Regel hängen, dass zum Beispiel zu klein geschrieben wird oder so, ja. Und passt das eben halt an. Du kannst auch eine eigene Sniffer schreiben, wo du eben halt zum Beispiel Vardams, Dies oder Exits im Code verbietest, ja. Du kannst das dann natürlich irgendwie auf dein GitHub halt legen, auf dein Git legen und eben halt sagen, hier, wenn einer den Standard nicht erfüllt, dann kann er hier auch nicht pushen. Ja? Müsst ihr auch dann irgendwann machen. Wenn er dann mal, kann man jetzt nicht so gut sehen,
irgendwann halt installiert ist, dann müsst ihr den eigenen als Symlink hier reinmachen, weil ihr sonst immer mit Sudo-Rechten arbeiten müsst. Vielleicht so ein Mac-Problem jetzt mal zur Abwechslung. Hast du den halt da reingesymlinkt und du schreibst ihn eben halt auch als Uppercase, dann funktionieren die auf jeden Fall besser. Wenn ihr so einen Code-Standard dann laufen lässt, dann sagt er dir, hey, hier fehlt irgendwie ein Doc-Comment. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo einer sagt so, nee, wir kommentieren jetzt nicht alle unsere Files oben, dass da PHP drin steht. So ein Ding kannst du zum Beispiel mal abschalten. Dann, dass die Klasse keinen Kommentar hat, kann man vielleicht auch am Anfang abschalten. Dass ein Return-Tag da fehlt, etc. so. Und dann sagt er dir, der Sniff halt irgendwann, hey, eine Sache hiervon kann ich automatisch beheben. Und ihr könnt das halt auch rekursiv laufen lassen. Und hier ist zum Beispiel ein Tool gefunden worden, das ich groß geschrieben habe. Und dann würdet ihr das eben halt automatisch klein machen. Der ist auch recht zuverlässig, solltet ihr nicht, vielleicht nicht live in Production machen. Aber das ist schon eine ganz gute Sache. Du kannst das Ding in PHP Storm einbinden, also auch deinen eigenen Standard. Könnt ihr mir noch folgen? Schaust gerade so. Weil ich hier immer so abtauche. Ich habe hier schon eine Funktastatur mitgebracht. Ist auf jeden Fall hier drin. Man soll ja mit dem Publikum reden, nicht mit der Wand. Und dann highlightet er dir eben halt auch mittlerweile die Information. Ich mache das ohne an die Wand zu gucken. Highlightet er dir Information hier, dass das Tool groß geschrieben wird und klein geschrieben werden soll. Wenn du das direkt siehst, dann machst du es auch. Ja? Dafür ist das in der IDE echt eine clevere Sache. Fassen wir nochmal zusammen. Viel besserer Code und Struktur. Ich habe das in einer Firma eingeführt und dann haben die gesagt so, ah ja, habe ich schon gecodet und dann muss ich hier für einen Goller muss ich nochmal Clean Code drüber machen. Hat dein Code Standard erfüllt. Ja, Clean Code ist vielleicht noch was anderes, aber er ist schon in die richtige Richtung gegangen. Und es ist ein Bewusstsein, das sich halt entwickelt. Leute setzen sich mit Code und Struktur auseinander und das ist also in meinen Augen das Fundament, wo ihr auch anfangt, erstmals gemeinsam über Code nachzudenken. Es gibt die Code-Standards auch für JavaScript und CSS, gibt da allerhand. Es erhöht die Lesbarkeit, weil ihr in der richtigen Struktur arbeitet. Da gehört auch zu, wo die Klammern bei Ifs und wo die bei Klassen und bei Methoden sind. Ja, das ist eine erhöhtere Struktur. Da findet ihr euch besser drin zurecht und ihr ärgert halt euch auch nicht jedes Mal, wenn ihr denkt so, ey, wieso hat er das wieder so gemacht? Ja, das sind einfach alles, auch alles Zeit. Ja, Emotion ist auch viel Zeit. Die Regeln solltet ihr natürlich im Team mitteilen, dass ihr so eine Regel eingeführt habt oder nicht eingeführt werden. Und ihr solltet eben halt auch abstimmen. Ist sie cool, ist sie nicht cool? Das ist eine Teamsache. Ja, Code, Clean Code und Code Standards und Softwarequalität ist eine Teamarbeit. Ja, das kannst du nicht alleine machen. Und ja, wie gesagt, jeder fängt an, darüber nachzudenken. Das ist gut für ein Teamspirit. Fangt damit einfach an. Ja, mit kleinen Sachen, fangt damit einfach an. Und damit sind wir auch bei den Code-Konventionen. Ich bin ein großer Freund von Silvestergeräuschen, schreie auch immer total mit. Hier mal so ein langes A und ein langes O. Hier kommen gleich zwei Bilder hoch. Und dann sagt ihr mal laut das Silvestergeräusch, auf das ihr Bock habt. Ich mache hier mal so ein bisschen Zeilen, also ich mache hier mal so ein bisschen, kündige das ein bisschen an, damit ihr eben halt auch mitgeht. Ja? Fertig? Okay, links ist Homer Simpson, rechts ist Peter Griffin. Ich erkläre das natürlich auch immer ein bisschen, was da drauf ist. Manchmal sieht ja den Unterschied nicht so direkt und. Nächste und ihr seid wieder voll dabei. Aha. Lower Camel Case versus Snake. Wie heißt das Snake? Weiß ich nicht. Snake Case? Ihr wart auf A, warum? Macht Django so? PHPler machen das so oder so? So? Das ist kürzer. Damals war 80 Zeichen. Und damals war kürzer besser. Heute haben wir 120 Zeichen. Das hier ist lesbar. Hat IBM unter 2000 Entwicklern ausgewertet. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Buch nur mit Unterstrichen geschrieben ist in einer Zeile oder ein Buch so geschrieben ist, dann lest ihr das links besser.
Macht keiner, aber schön, dass wir mal wieder darüber gesprochen haben. Ja? Nächste Folie und ihr seid dabei. Oh. Warum? Oh? Das andere sind Konstanten, genau. Du könntest tatsächlich in die Index könntest du Define True is False reinschreiben, wenn du ganz fies bist. Ja. Erhöhte Interpretationszeit etc. Ja, schreibt das klein. Der Typo 3 Standard hatte das groß. Und ihr findet auch in Typo 3 immer wieder Null und ihr findet das da bei Typo. Und gerade bei Typo-Programmierern, die haben das auch in ihrem Kopf drin. Sind hier Typo 3 Programmierer unter uns? Und? C-Programmierer? Ja, die schreiben ja PHP. Ja. Nee, klar, gibt alle Hand. Also wie gesagt, ist hier ein bisschen PHP-lastig, ne? Votet dafür im Team. Ja? Nehmt die Harmonie mit. Nächste Folie, ihr seid am Start. Sagt hier immer jeder, egal wo ich bin, sagen die O. Guckst du in den Quellcode rein? Ja, aber Params. Ja, aber Params ist doch eindeutig. Ja? Gut, tot und total. Ja. Wenn man in Deutschland ist, vielleicht. Template und Template-File. Ist Template-File vielleicht auch was anderes? Hier ist so manchmal, hier fängt jetzt eben halt so der Punkt an, wo ihr eben halt manchmal merkt, ey, irgendwie ist gar nicht so eindeutig, was da auf den Folien steht. Da sind manchmal so kleine Fallen eingebaut. Ich möchte trotzdem, dass ihr am Anfang einfach euer Geräusch abfördert. Wir reden da ja drüber. Ja? Retwal, ist ein lustiger Name, ja. Dollar Return, was haltet ihr von Variablen, die Dollar Return heißen? Erschossen, ja. Kannst du in deinen Code-Standard einbauen? Hier verbietest du. Den Bad Variable Sniff, den gibt es auch bei uns im Repo. Da hatte ich auch irgendwas reingebaut. Ich glaube Temp, aber dann fällt den Tünnissen auch wieder was anderes ein. Ne? Also wenn du Temp verbietest, dann machen die Temp, also Nerds sind auch Nerds. Ne? Und wenn du die nicht hier an die Hand nimmst und jeden Tag auf die Schnauze haust, dann kommt das wieder. Ich finde, solche Sachen sollten nicht mit dem Standard abgefallen werden. Das ist eben halt eine Sache, wie ihr miteinander redet, einigt euch da drauf. Aber wenn ihr irgendwie später auch Reviews im Code macht, die auch, also wo du eben halt den Code mehr oder weniger freigibst, dann lasst das halt nicht immer durchgehen. Ja? Zieht die Schlinge einfach immer enger, weil sonst wirst du Chaos hier, weißt du, in der Bude reicht es auch nicht, wenn du eine Ecke aufräumst. Ja? Gibt es, ne? Wer wird direkt Return True zurückgeben? Ja, Early Exit und so kommen wir nachher noch zu. Also habe ich hier Zeilenwechsel verpasst. Jetzt bin ich in der falschen Stelle. Okay, nochmal, komm, jetzt die Emotion. Die Coder nehmen immer Pizza, ne? Es gibt auch überall Burgerbuden. Burger sind viel geiler. So, ich wieder dabei. Stehe ich hier ein bisschen im Bild. Also entschlossen ist anders. Ne? Ungarische Notation. Array config, string task, object user. PHP, egal, was immer da drin steht, ich mache mit. Ich habe eine Node.js-Applikation damit geschrieben, weil ich in JavaScript, da ist ja, also in PHP ist ja irgendwie alles Arrays, in JavaScript tun sich PHP-Entwickler schwer. Und ich habe das so geschrieben und als ich dann so nach ein paar Wochen den Quellcode angeguckt habe, fand ich den schon so ein bisschen behindert. Ja. Also muss man, ich habe das sehr konsequent durchgezogen und es hat mir auch beim Programmieren selber geholfen. Aber macht man halt nicht mehr. Und da PHP-Coder natürlich jede Zeile den Typen wechseln, ist das vielleicht auch ein bisschen zu anstrengend. Oh. Ist es dasselbe? Ein paar PHP-Programmierer haben wir noch gehabt. Oder? Ist es dasselbe?
Steht da dasselbe? Nein, kannst du erklären? Wie war das? Hier einfach nur einer zwischengefuchst. Das hier ist ein härterer Vergleich. Dieses PHP vom Hellgeschoss und diese ganzen krummen Dinger, ja, die kriegst du mit links hin, mit rechts nicht so gut. Hiermit seid ihr auf jeden Fall besser. Die wabern immer so, ne? Manchmal, wenn ich hier so vorhaue, dauert das total lange. Nehmt die rechte Seite. Wieder Emotionen aufbauen. Hör mal, hier haben wir hier nur noch drei Leute, die eine Meinung haben. Rest schon eingepennt oder wie? Mach hier bloß keiner am Fenster auf. Bei der ganzen Veranstaltung. Also, härterer Vergleich. Nimmst du härterer Vergleich? Klar. Ja? PHP Storm zeigt dir das ja mittlerweile an. Was ist das Witzige hier? Ne? Eine Make-Everything-Okay-Methode. Warum muss eine Make-Everything-Okay-Methode in dem Statement stehen? Ich meine, die bringt doch alles in Ordnung. Ja? Das sagt nicht, was in der Methode ist, was sie macht und tut. Das ist auch Clean Code, wie ihr eure Methoden benennt, was da passiert. Ja, make everything okay. Vielleicht funktioniert es ja, ja. Kennt ihr den Make Everything Okay Button? Das ist so eine Seite, da ist so ein Ladebalken und dann passiert da so und jetzt ist alles in Ordnung. Hatte mich eine Bekannte angeschrieben, hier, mein Outlook funktioniert nicht richtig auf Skype. Habe ich dir den Link geschickt. Hatte sie sich kurz später wieder gemeldet. Ey, Roland, tut's leider immer noch nicht. Ich gesagt, ich konnte jetzt auch nichts mehr. Kann ich ja leider auch nichts mehr machen. Mehr ging nicht. Ja, jetzt haben wir mal 50-50. Ich war mal auf einer Linux-Veranstaltung, habe ich einen Vortrag gehalten. Da haben die gefragt, was ist das da rechts? Ja. Okay, die letzten drei. Habe ich in all meinen Teams verboten. Da steht nicht nur Fu drin. Da steht nämlich irgendeine Scheiße drin, danach steht noch mehr Schrott und am Ende steht nochmal Firlefanz. Die JavaScript-Entwickler wissen das. Ohne denen zu nahe zu treten. Refactoring-Vorschlag. Na? Refactoring, habt ihr Reviews? Hier war doch einer, der Reviews macht. Keiner? Könnt ihr nicht lesen? Muss ich größer machen? Nach oben schreiben, else-Statement auflösen, if-Statement drunter packen. Ja? Nullvorlesen. Bitte? Nullvorlesen, doppeltes Fragezeichen. Doppeltes Fragezeichen geht auch, kenne ich nicht. Wie gesagt, hier, ihr könnt den, also bar auf bar setzen und den das Statement halt runtersetzen. Häufig ist es so, dass ihr else-Statements nach oben schreiben könnt. Damit seid ihr, habt ihr weniger Komplexibilität, es ist lesbarer. Ihr werdet das gleich sehen. Ich habe das vorbereitet auf der nächsten Folie. Achtet mal auf den Effekt. Ja? Hier, ne? Ist schon lesbarer, aber hier. Kennt ihr den? Elvis-Operator, habe ich mir nicht ausgedacht. Gibt es wirklich. Gibt es in PHP, glaube ich, seit 5.4. Der ist auch witzig, ja? Weil er so witzig aussieht, der Elvis-Operator. Habe ich aber auch verboten, ja. Aber ich bin einfach so, wer den Elvis-Operator kennt, aber der ist halt leider kein härterer Vergleich. Ja? Da kriegst du eben halt auch hier, ist nicht so ganz so eindeutig. Aber den finde ich witzig, den lasse ich manchmal durchgehen. Und hier seht ihr nochmal dieses kleine Refactoring, ja, den Effekt davon, ja. Okay, seid ihr noch wach? Geht so, was haben wir in der Zeit? 20 Minuten haben wir noch. Hier ist ja manchmal so ein Zeitdingens. Heute habe ich keinen. Da müssen wir durchmachen. Code-Konvention ist jetzt Zusammenfassung. Müsst ihr nicht mehr hier. Ruhig. Redet auch über die einfachen Dinge im Team. Ja? Wir haben hier gerade nur über einfache Dinge geredet. Total banal.
Und hier war keine Einigkeit. Ja? Hier waren auch viele Leute so, oh, ich sag mal lieber nix. Ja? Ich mache mal lieber kein Geräusch mehr. Ich bin mir nicht sicher. Sprecht über diese Sachen. Sprecht miteinander. Never code alone. Sprecht miteinander. Ja, ist wichtig. Natürlich seid ihr die falschen Adressaten. Klar, weil die Jungs, die sind natürlich zu Hause auf dem Sofa. Aber sprecht auch mit denen. Stimmt neue Regeln ab. Haltet die auch mal in dem Wiki fest. Ja, nicht immer nur im Code-Standard, sondern sagt, hey, wir haben ja damals gesagt, fangt damit einfach an. Ja, nach dem Sommer, nach dem Dingens, hier wisst ihr ja selber, es gibt Ausredenkataloge, die sind so lang wie so ein Abreißkalender, ja, da steht jeden Tag steht da irgendwas anderes drauf. Ja, braucht ihr nicht, fangt damit einfach an. Muss man wirken lassen. Ist witzig, ist nicht witzig. Ja? Ist genauso wie diese Raucherdinger auf den hier so abgerissenen Beinen. Ja, ist witzig, rauche ich trotzdem. Das ist echt scheiße. Ihr fangt euch nämlich Legacy Code ein und bei Legacy Code ist alles nur noch Hölle. Wisst ihr, muss ich euch nicht erzählen. Ja? Aber hier so einfache Informatiker überlegen so einen Schlag übrigens nicht. Ja? Das ist ja auch keiner, der im witzigen Funny Fail Radio irgendwie so in den hinfällt oder so, ja. Sondern ich würde dabei sterben. Die technische Schuld, ja, das wäre auch so ein Begriff gewesen. Hätte man mal, nächste Mal. Der Tag kommt. Da gibt es auch keinen Weg drumherum. Und der ist natürlich freitagsmittags, wenn abends Metallica irgendwie in Oberhausen spielt, wo man da hingehen will. Da kann auch nichts mehr debuggt werden. Da ist einfach so ein beschissener Fehler und der geht einfach nicht weg. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von React kennt. Vielleicht die JavaScriptler. Es gab einen Unterschied zwischen der Anzeige, wie viele neue Facebook-Messages gekommen sind im Browser und auf dem Handy. Für den Fehler hat Facebook 2,5 Jahre gebraucht. Die haben dafür React entwickelt. Der JavaScript von denen, das war so heavy, dass sie gesagt haben, Alter, geht gar nicht mehr, wir entwickeln eine eigene Sprache. Deshalb ist React entstanden. Wegen einem Fehler. Ja? Sag ich jetzt nicht, dass der hätte vermieden werden sollen, ja? Aber auf jeden Fall ist weniger Code auch mehr. Bad Performance. Das ist nicht nur eine Ladezeit von der Seite, sondern das ist ein Team, das nicht mehr funktioniert. Das ist irgendwie so, die Entwickler sind halt doof, da ist auch so eine Company, Harmony, ja, die kaputt geht. Ich glaube, das habe ich eben halt hier. Explodierende Kosten. Ist auch egal, ich rauche trotzdem. Ne? Ja, das ist einfach nicht mehr so harmonisch. Das ist einfach abgefuckte Stimmung. Da hauen doch irgendwann Leute ab. Oder ihr habt eben halt auch, das ist, also ihr bezahlt das mit Kopfschmerzen. Ne? Macht euch da nichts vor. Und das ist ungesund und irgendwann kriegt ihr halt auch mal eine Quittung. Schlechte Softwarequalität macht krank. Ja, das kann ich auch auf T-Shirts drucken. Ja, nehmt das ernst. Und nach so einem Tag wird die Verbindung zu eurem Client eine andere sein. Ja, weil irgendein Tönnis muss das halt bezahlen. Ja? Und ist ja immer so, keiner hat Bock, das zu bezahlen. Und deshalb wird das wieder mit Überstunden und euren Kopfschmerzen rausgeholt. Und so weiter. Könnte ich hier noch mehr erzählen, habe ich aber auf 45 Minuten habe ich mich begrenzt. Deshalb einfach mal aufräumen. Ich kenne einen, der war Pizzataxifahrer in Krefeld, dem ist das passiert. Ja, der hatte gesagt, hör mal, wo soll ich die Pizza denn hier hinstellen? Da ist der Typ hingegangen, hat ja einfach eine Seite vom Tisch hochgehoben. Ja. Ist jetzt. Und ihr seht auch, wie schön sauber dieser Tisch ist, also dieser Effekt, ja. Also ich meine, das ist ja auch, ist ja einfach toll. Ja, ja, dann mal los, Freunde. Ich lasse das ein bisschen wirken. Könnt ihr sehen, muss ich Licht ausmachen? Soll ich mal Licht ausmachen eigentlich? Dann pennt ihr alle ein, oder? Da kann ich auch hier nur das eine. Andere? Ich drücke mal ein bisschen rum. Viel besser, ja. Dann kannst du aber jetzt mal dazu sagen. Also, kann man nicht so gut lesen? Soll ich das irgendwie markieren oder so? Nee, Quatsch. Komm, sag mal, was ist hier, wo ist der Schmerz?
Ja. S-Kategorie. Schmerz. Wo ist der Schmerz? Das ist doch kein Schmerz, wenn einer was falsch schreibt. Ja? Ja, bitte. Weil? Man das am besten in einer Datei outsourced, die... Wieder ein Array hat? Nein, wird zum Beispiel über den Übersetzer bearbeitet. Okay, aber da kommt auch ein Array raus. Also sagen wir mal, das ist einfach ein Data Provider, ist agile Softwareentwicklung. Ja? Hier wird irgendwas innerhalb von 45 Sekunden implementiert, ja? und direkt ausgerollt. Am Ende hast du einen Data Provider, wo das herkommt. Nein? Der Schmerz, Freunde, wo ist er in die Fresse? Ihr könnt nicht in so einen Boxkampf reinrennen und so weggesmashed werden und nicht mal wissen, wo das Ding herkam. Stehe ich da vor? Aha! Weil? Das hier ist übrigens ein Megamenü. Ich falle jetzt ins Wort. Das hier ist übrigens ein Megamenü. Wisst ihr, was ein Megamenü ist? Das ist in E-Commerce-Seiten das Teil, was so aufklappt, wenn du mit der Maus darüber gehst. Die Backend-Entwickler wissen das nicht. Und das hier ist echter Code von einem Marktführer. Der war das Megamenü 2 Wochen weg. Das hat keiner gemerkt. Ja, das ist zufällig, hat das einer gemerkt. Guck mal, hier ist er. Habt ihr das Menü weggenommen? Hätte der das nicht gesagt? Und wenn es keiner gemerkt hätte, Megamenü, ja, weg, weil das Add den Fehler unterdrückt und der nicht reported wird. Ja, der hier beim Inkludieren passiert. Deshalb war das Megamenü weg. Hier müsste... Was? Require Ones. Wenn du den Require Ones da reinmachst, wo ist denn jetzt der Unterschied? Ja, super. Ist die Start, dann ist deine ganze Seite weg, weil irgend so ein Tunnels in der Content-PHP, die über irgendein Content-Management-System geladen hat, einen Fehler gemacht hat. Da ist die ganze Seite weg. Deshalb haben die da das Add hingemacht, damit die Seite weiterläuft, auch wenn das Megamenü weg ist. Das ist ein Fallback. Das Problem ist hier, dass der das nicht lockt. Der sagt ja keinen Bescheid. Da brennen hier keine Monitore irgendwie, da kommen keine SMS raus, Megamenü ist weg. Das ist das Problem. Dass das okay ist, dass seine Applikation stabil ist, ist schon eigentlich in Ordnung. Ja? Und ich muss trinken. Wolltest du das auch sagen? Bin dir ja ins Wort gefallen, tut mir wirklich leid. Was, wolltest du was Ähnliches sagen? Ich? Nee, hier hinten. Einen habe ich ja abgeschnitten. Vorhin. Ich trinke mal ein bisschen. So viel geredet schon. Okay, das ist also hier. Logger fehlt, ja, ist. Der Schmerz ist. Wie baust du Französisch ein? So ein If-Statement, ne? Hier, Cleancoder, Reviewer, Teilnehmer der FrostCon. Bist du froh, dass wir heute Abend keine Theke haben? Also hier muss ein Language Key rein, der dann eben halt Sachen lädt. Ja? Hier kannst du keinen weiteren Case reinbauen. Ja? Es ist auch nicht irgendwie so, einer hat schmutzig gemacht. Deshalb dürfen wir hier alle schmutzig machen. Wir sind ja keine Hunde, die irgendwie in so einem Park irgendwo hinpinkeln. Ja? Aber der lädt alles aus dem DE-Folder. Hier ist der Schmerz, der tagelang dauert und wo echt viel Arbeit drin steckt, weil der Tunnis das halt in 5 Minuten reingebaut hat. Aber wenn eben halt nur, Seite läuft, alles ist geil. Die Seite läuft, meine Programmierer sind geil. Wenn das das Einzige ist, dass die Seite läuft, ich meine, das funktioniert ja. Und nach 5 Minuten sagt er, hier, Englisch implementiert, schaut euch an, ihr ganzen Clean Coder, die alle auf die FrostCon rennen, ihr habt ja keine Ahnung, Junge, einfach mal machen. Ja? So Typen sind das, das sind halt Macher, die sowas machen. Und gut, die nächsten, also
das war jetzt das einzige Beispiel, die nächsten machen wir ein bisschen schneller, aber da trägt mich halt immer tierisch auf. Erst recht, wenn da keine Antworten kommen. Die nächsten sind, ja, okay. Kein A, kein O. Stille, völlige Stille. Scheiße, das ist, ja. Was fällt euch hier auf? Bitte? Lobels, das ist gut. Das ist eine gute Bemerkung. Sehr schön, freue ich mich. Hier fehlt die Beziehung. Bitte? Die Beziehung, also die beiden Blöcke sind fast identisch. Die beiden Blöcke sind fast identisch. Dann sag mal. War das identisch? Nein, nicht ganz. Jetzt bis auf die 0 und die 1. Natürlich bis auf die erste und die letzte Zeile, ja? Ja. Der Vergleichsoperator ist nicht streng genug. Auch sehr schön, hat einer was mitgemacht hier. 10 Applaus bitte, Tassiana. Man denkt, das Duplicate Content und ich könnte ihn einfach so nach oben schieben oder nach unten. Kannst du aber nicht. Weil hier oben passiert irgendwas und das ist scheinbar auch mehr als eine Set Customer ID, wo man das I hätte groß schreiben können, was Entwickler aber ständig falsch machen. Ja? Dieses ID am Ende, jetzt wackelt das wieder so. Der Button Step 4 und 4a, vielleicht auch nicht das Geilste. Ja, und hier ist eben halt, also, das ist eben halt auch, wird die einfach nur auf 1 und 0 gesetzt. Aber irgendwas passiert da mit dem serialisierten Geschoss hier auf der globalen Variable, was eben halt hier wieder bei dem Redirect anscheinend gebraucht wird. Solcher Code, den packt keiner mehr an. Da hat sich einer verewigt. Das ist wie so ein Grundstein. Ja? In dem Moment, wo der den Kopf aufhat und man den Kollegen vielleicht auch erwischt und vielleicht nicht direkt erschießt und mit dem redet, kann man vielleicht gemeinsam halt eine Lösung finden, dass das halt nicht so geil ist. Aber ansonsten ist so ein Ding hier, packt keiner mehr an. Da weiß nämlich keiner, was passiert hier genau. Hauptsache funktioniert hier. Na? Deshalb, genau, macht die Reviews, die sind echt wichtig. Duplicate Content ist Horror. Ich behaupte hier Copy-Paste, also wenn ihr direkt kopieren von der Zeile mit dem Command D. Also ich wäre dafür, dass so ein Rechner direkt runterfährt. Ja? Es dauert auch gar nicht so viel länger. Also ihr könnt das ja mal ausprobieren, da macht ja eh keiner, aber ist ja auch, macht es auch selber nicht, ja. Zumindest ist es so, wenn ihr Copy-Paste macht, der guckt, dass sein Puls irgendwie über 30 ist. Ja? Und dass er irgendwie so ein bisschen gerade mal kurz sitzt und mal einfach nochmal genau drauf guckst, ob du da nicht irgendeine Scheiße schreibst. Copy-Paste verbirgt sich auch extrem in so If- und Else-Statements hier, ja. Das ist nicht so, als hättest du diesen Duplicate-Content irgendwie da hinten irgendwo und da in der Applikation, sondern in dem If- und Else, der ist immer ganz nah. Copy-Paste ist immer ganz nah, weil er das ja auch an der Tastatur so ganz nah gemacht hat. Ja. Guck, dass er das wegkriegt. Nur mal so zwei Sachen, gehen wir jetzt nicht durch. Den Sumpf der Hölle, gehen wir jetzt nicht durch. Keine Schulung hier. Fällt euch irgendwas auf? Für Schlagdruck. Bitte? Also die zu tiefe Verschachtelung. Die Verschachtelung, ja, ja, klar. Also das geht hier nach, also Code, der nach rechts geht, ist scheiße, je weiter der nach links geht. Wie kriegen wir den am besten nach links? Genau. Genau, das Else hier brauchst du gar nicht. Wenn hier ein Return ist, brauchst du das Else gar nicht mehr. Ja? Kann der schon mal nach links? Dann wird hier unten irgendwas stehen, wenn if not array ist. Hier. Haben wir vorhin? Nach oben holen, kommt der Rest wieder nach links. Ja? Diese Else-If-Geschosse, da wissen wir jetzt mal nicht so genau, ob die, da müssen wir im Feineren eben halt nachgucken und dann steht da noch allerhand. Ist jetzt gar nicht so relevant. Parameter-ID. Was könnte das für ein Typ sein? Integer, weiß man nicht so genau, können natürlich auch andere Sachen sein, ist so. Kannst du auf jeden Fall checken, ob das Ding sauber ist, bevor du das an eine weitere
Hier gibt es ja dieses Mage Model Shipment, das kannst du natürlich auch auf eine Variable schreiben, ja, das ist ein bisschen hier, das kannst du alles auf eine Variable schreiben und dann übergibst du dem Ding halt die ID, das kann man jetzt nicht so genau sehen. Guck mal einfach mal weiter. Ich mache das mal ein bisschen größer. Wichtige Folie. Das hier ist jetzt mal eine wichtige Folie. Hatte der Kollege ja schon gesagt, es gibt keinen Clean Code. Ist auch so. Ja, es gibt aber eine Einheit, die Clean Code misst. Und das ist die What the fuck per minute. Wenn du beim Review bist. Ja. Wenn das Ganze ein bisschen aufgeräumt worden ist, dann kann sowas so aussehen. Und das haben Leute eben halt auch innerhalb von 20 Minuten, die einfach mal drüber geguckt haben. Ich habe hier so Live-Coding-Sessions normalerweise, wurde ja abgelehnt. Wo ich hier mit einer Funktastatur, die schmeiße ich halt ins Publikum, dann könnt ihr direkt loscoden, da schreiben wir in der Regel halt Tests mit. Und die schaffen das in so einer Session, kriegt man das hin. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn sich hier wieder jemand für PHP-Unit und Testing interessiert. So. Es gibt die Magento Refactoring-Box, da habt ihr das drin, da sind auch Unit-Tests wieder zu laufen. Da ist eben halt, wie du mit Unit-Tests direkt Code refactoren kannst, auch wenn du keine Ahnung von Magento hast oder, ballerst du die Dinger eben halt immer ab. Sind die grün, hast du eben halt, kannst du eben halt immer schön refactoren. Große Sache, wenn man mal wissen will, wofür Tests eigentlich gut sind, vor allem wenn man sie vorher hat. JavaScript, hatten wir vorhin hier, JavaScripter. Nicht? Bitte? Traut euch. Also es wäre auf jeden Fall grundsätzlich, Elsteil hochstehen, habt ihr ja alles gelernt. Ne? Ob man jetzt ein Default auf Success setzt, weiß man nicht so genau, aber grundsätzlich könnte man das Prinzip hier anwenden. Ob ein Console-Log immer dir die Fehlermeldung ins Frontend ballert, weiß man nicht, ob das so richtig ist. Also hier geht auf jeden Fall auch. Man kann auch über JavaScript sprechen. Ja? Und man kann auch über CSS sprechen und man kann über alles sprechen, was gecodet wird. Was sagt der Name von der Methode aus? Dass hier Parameter validiert werden. Aber wir sind ja nicht in der Schule. Ich muss euch doch nicht zu einer Antwort prügeln. Wie viele Parameter werden hier validiert? Zwei. Da gibt es eben halt so einen netten Kollegen, der irgendwie Wert darauf gelegt hat, dass wenn man in seine Applikation etwas reinwirft am Parameter, was ein bisschen falsch ist, was keinen Slash am Ende hat, glaube ich. Ja, wird hier geguckt, ob das ein Slash am Ende ist. Und dann fällt die direkt hin. Weiße Seite, hier, zack, alles aus. Ja, also ganze Applikation weg. Ja, und deshalb musst du dem eben halt hier ganz genau sagen, was da für ein Parameter, der ganz valide, muss da reinkommen. Ja? Und deshalb musst du eben halt die User-Parameter, User, unsere Feinde, die immer blöde Sachen eingeben, musst du das eben halt so abfangen. Ja? Wenn er auf deiner anderen Seite aber, also wenn die Methode damit ein bisschen geiler umgehen könnte, hättest du das an der Stelle nicht gebraucht. Verantwortung für Parameter, die reinkommen, gut, die sollte schon da liegen, wo sie eben halt herkommen, das ist schon richtig, aber vielleicht nicht so krass, dass er gar nichts handeln kann, dass du das ganze Handling übernimmst. Grundsätzlich bei euren Methoden, die ihr schreibt, Parameter, die reinkommen, validieren, wenn die nicht stimmen, rausgehen, gar keine Logik halt machen und das nicht hier so if array, dann ist alles Taco und if not array, ganz unten drunter schreiben, return false, sondern das eben halt nach oben ziehen, ja, early exit, ja, macht man nicht, finde ich persönlich aber gut. Und ja, damit hast du halt so einen Scheiß nicht. Konntet ihr mir noch ein bisschen folgen eigentlich? Oder war schon zu viel für Sonntag? Haben wir ja gleich um. Oh.
Es ist super hart, Methodennamen und Parameter zu refactoren. Ja, die sind eben halt global verteilt in der ganzen Applikation. Guckt, dass die Dinger, da aus eure Methoden private sind, solange sie halt private bleiben können. Setzt sie nicht auf public. Jede IDE findet ihr im letzten Winkel die Methode. Ja. Die ruft dann auch irgendeiner auf. Und dann hast du den Salat. Die kriegst du nämlich so schnell nicht mehr umbenannt. Auch wenn ihr die über PHP Storm umbenennt, kann immer noch sein, dass irgendwas anderes drauf zugreift und. Das ist echt kacke. Ja? Also bei Public-Namen denkt da auf jeden Fall auch Puls hochfahren. Denkt da lange drüber nach. Fragt vielleicht auch mal einen Kollegen, ob der das versteht mit der Validate-Params oder ob der vielleicht gerne noch gewusst hätte, wofür die validiert werden. Ja. Und hier unten steht noch, in der Auflösung geschuldet, Protected Public. Also nicht, ob die Markierung jetzt gleich wieder weggeht. Code Refactoring Benefits. Natürlich ist die Codequalität viel höher, wenn du Refactoring betreibst. Alle Leute sind glücklicher. Alle Leute in der Firma, auch die Chefs und die vom Marketing und alle sind glücklicher. Und damit seid auch ihr glücklicher. Ihr tauscht untereinander Wissen aus und bringt euch weiter. Eure Entwickler haben einen besseren Teamzusammenhalt. Neue Developer können so auch schnell integriert werden. Ist ja überall so, wir brauchen Entwickler, aber wenn dann halt mal einer kommt, dann braucht er irgendwie 6 Wochen, bis er am Start ist. Ja, wenn du so einen Code-Refactoring-Tag freitags hast, dann braucht er noch nicht mal einen Rechner. Da kann er schon einen hellen Moment haben und hat da schon was eingebracht. Ja. Nation. Ja, lower cost and more profit muss natürlich in jede Präsentation rein. Ist aber auch so. Ja? Es rentiert sich sehr schnell auch. Und die Leute hauen die halt nicht ab. Ja? Und alles ist eben halt, ist wichtig. Sag den Arbeitgebern das, und wenn die das nicht raffen und euch immer nur versprechen, gibt auch andere, die stehen ja hier im Flur. Ne? Code Refactoring fängt an, das hier ist ein Fernseher, der ist tatsächlich so ein Riesengerät. Macht dafür einen eigenen Raum. Am besten nimmt jeder eine eigene Funktastatur, ja, dass sie eben halt auch zusammencoden können und nicht immer irgendwie so, ist einfach wichtig, da einfach auch mal was zu schreiben. Hier ist eben mal, sind so ein paar Tische halt gewesen und da konnte sich dann jeder einbringen. Festes Datum in der Woche. Ja, sonst fällt das hinten runter. Dann ist wieder dieses und jenes Ausredenkatalog hier, zack, 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 bis Weihnachten, ja. Macht ein Moderator, ist gut, ne? Entwickler, die sind halt nicht so, die brauchen halt Moderation. Fangt mit Code von anderen Leuten an. Oder mit Leuten, die die Firma verlassen haben. Oder. Ja? Macht das nicht mit dem Code von dem Typen, der freitags irgendwas rausgehauen hat, in Nachtschicht, montags morgens. Alter. Das ist aber nicht so schön. Hier kommen auch wieder Regeln zu tragen. Ja? Haltet die halt wieder fest. Was Ärger macht, macht das im Team. Wo keiner Bock drauf hat, macht das zusammen. Wie die Scooby-Doos, die irgendwie so mit einer Fackel irgendwie in so eine dunkle Höhle reinlaufen und sich dann am Ende der Folge freuen, dass sie wieder rauskommen. Ja? Du brauchst ja nicht irgendwie das Geilste, was läuft, und also brauchst ja nicht irgendwie so, boah, ich war so geil, ich wollte ja die Benamung ein bisschen anders, aber das ist alles so geil. Ja, so Code musst du dir eben halt, einen aktuellen und schnellen Code brauchst du ja halt nicht anzugucken, aber wenn du sagst so, ja, hey, wir haben da noch irgend so ein Tracking, das hat irgendwann mal so ein Werkstudent vor 4 Jahren eingebaut, da weiß ja keiner genau, das funktioniert halt einfach. Es ist gar nicht so sicher, dass das funktioniert, ne? Und so, ist wie mit dem Mega-Menü, ne? Das geht schon. Seid ein Team. Fuckt euch nicht ab. Jetzt sind wir auch gleich durch. Clean Code, dieser schöne Sonnenaufgang, den es ja nicht gibt. Also.
IBM und der Onkel Bob, der ist ja auch so einer, der hätte kommen können. Die haben halt rausgefunden, wir verbringen 90% unserer Zeit mit Code lesen und nur 10%, wenn wir coden. Und das ist aber, wenn wir guten Code haben. Die Statistik ist falsch. Die sieht bei uns wahrscheinlich bei allen beschissener aus. Ja? Auch wenn wir den ganzen Tag coden. Ja? Es ist nur ein Eindruck. Wenn ihr Zeit rausholen wollt, dann müsst ihr das wohl in dem blauen Teil tun und nicht in dem roten. Wobei in dem roten auch schon, wenn ich mir manche an der Tastatur angucke, eine Menge geht. Ja? Aber in dem blauen Teil, die Lesbarkeit, die ist wichtig. Erhöht die und das soll euer Ziel sein. Trivago, die stehen ja hier vorne, die Jungs, die haben nur durch Refactoring von ihrem JavaScript 40% Performance bei der Startseite Ladezeit rausgeholt. Jetzt habe ich denen gesagt, das ist ja auch nur ein Suchfeld. Ne? Aber haben sie halt ein Background-Image weniger. Nein, ist auf jeden Fall so, dass du die mal Performance damit rausholst am Ende. Also nur, dass du Clean Code einsetzt und dass du das halt gerade bringst, bringt dir auch schon deine Applikation nach vorne. Da steht weniger Code, die läuft einfach schneller und stabiler. Ja? Aber das ist das Wichtige. Das Blaue ist das Wichtige, nicht das Rote. Better Reading and Understanding. Weitere Clean Code Targets. Ja, ist witzig. Ja, kann man. Viel witziger als der Typ, der einen auf die Fresse kriegt. Ne? Sowas ist viel besser, ja? Viel netter. Better Performance and Stability, als ich ja gerade erzählt habe, ich vorgegriffen. Michael Jordan, kennt ihr noch einer? Damals hier in meiner Kindheit. Der hat sich auf jeden Fall in den Videoanalysen, hat er sich halt nachher gesagt, so, ey, scheiße, ich habe einen Pass gespielt, deshalb ist der Ball nicht reingegangen. Als er noch richtig gut war, hat er sich überlegt, ich mache hier ein Dunking von der Freiwurflinie, mache ich halt 30 Mal im Spiel, dann gewinnen wir das. Scheiß auf Verteidiger, scheiß auf Taktik, scheiß auf X und Kreise an der Wand, brauche ich alles nicht. Ich brauche die scheiß Pocke und hau die vorne rein. Deshalb ist er der Größte geworden. Aber er hat auch gesagt, Talent wins games, hat er zweifelsohne, but Teamwork and Intelligence wins Championship. Ohne Scottie Pippen und die anderen Jungs wäre er wohl auch nicht 5-mal Meister geworden. Ja? Ganz alleine hätte auch Michael Jordan das nicht geschafft. 6-mal sogar. Ja, allerhand. Aber auch in dem Team 6-mal hintereinander mit Chicago? 2x3, dann 2 Jahre Baseballpause, dann nochmal 2x3. Also 3x3. Okay, dann war Scottie Pippen vielleicht gar nicht mehr dabei. Auf jeden Fall hat er mit Leuten zusammengespielt. So. Hi. Kenne ich hier Gastbeitragsbloggerin. Könnt ihr auch hier bei uns bloggen und wir lesen das Korrektur. Und damit könnt ihr euch dann auch bringen auf der Never Code Alone Seite. Wenn ihr mal einen Blogpost schreiben wollt, wir lesen halt Korrektur, helfen euch bei SEO und dem ganzen Firlefanz. Damit ihr euch auch euer Wissen vertieft. Oder hast du positive Erfahrungen mit dem Blogpost? Ne? Der läuft ja auch ganz gut. Ja. Ja, siehst du mal. Wir haben was einstudiert hier. Ne? Da kommst du so spät. Bist schon zum nächsten Talk da? Ja? Okay, den Rest machen wir im Smalltalk. Der Robert hat gesagt, later equals never. Da hat er echt mal einen hellen Moment gehabt. Ja, in seinen 20 Jahren als Gründungsvater der agilen Software, der hat ja schon agil entwickelt, 1970, da gab es ja noch gar keine Rechner. Ja. Da hat er ja schon Softwareprinzipien geschrieben. Die sind auch ganz gut, er hat auch 2 Bücher geschrieben, das zweite ist auch wesentlich besser. Im Grunde genommen ist es eben halt, das ist eben halt so das Problem bei diesen ganzen Clean Codern, die sind halt manchmal so ein bisschen. Da kannst du es halt in der Gruppe, kannst du halt auch nicht jedem immer was recht machen, ja?
Also wenn du mit den Cleancodern, ich sag das eben mal, ein bisschen, ihr wollt alle zum Essen. Ne? Aber auf jeden Fall, wenn so Cleancoder so einen Garten renovieren und sauber machen, ja, dann laufen die so in so einen Garten rein. Also ich habe ja zum Beispiel so einen Garten bei uns, der ist ja 4-mal hintereinander als naturbelassenster Garten Duisburgs ausgezeichnet worden. Man sagt hier, da wären gar keine menschlichen Spuren drin vorhanden. Ist auch so ein Ausflugsziel halt. Und wenn du da jetzt einen Cleancoder reinschickst oder so ein ganzes Team, und dann stellen die sich so auf den ersten Meter und dann sagen die so, oh, hier ist kein Golfrasen. Und dann machen die da einen Meter Golfrasen hin. Und dann kommen die abends und dann sagen die so, wir sind so geil. Und dann sagst du, Alter, hier kann ich nicht grillen. Hast du nicht mal irgendwie einen Container geholt, 3 Kubikmeter hier mal irgendwie, T-Shirts, Arbeitsschuhe und dann mal richtig durchgeballert, dass der Garten irgendwie so, hast du den Garten überhaupt gesehen, wie groß der ist? Oder hast du nur gesehen, ah nee, hier ist eine Codezeile, nee, die ist nicht so schön wie Gold. Wir machen Refactoring-Teams, ne? Das ist weniger mehr. Macht das lieber mit 2 Leuten, dass er das Ding gerade biegt, als dass er da mit 10 Tünnissen überlegt, den Garten aufzuräumen. Das muss euch klar sein. Refactoring, das ist auch so ein bisschen vom Mindset her. Da ist auch gar nicht die ganzen Bootstrapper und so, die wollen eben baller, baller. Das sind unterschiedliche Teamrollen. Ja, findet Leute, die da Bock drauf haben. Ich bin zum Beispiel so einer. Ich kenne auch, ich weiß, dass irgendwo noch einer wohnt. Auf jeden Fall sind das halt wenige. Ja? Und diese wenige bringen das halt nach vorne. Also wenn ihr Code aufräumen wollt, dann kannst du auch nicht irgendwie einem Chef erzählen, so, hey, geil, wir haben ja heute mit 8 Leuten eine Methode geschafft. Ja, aber so richtig zufrieden sind wir mit der eigentlich auch noch nicht. So läuft das einfach nicht, ja. Wenn ihr mit vielen Leuten programmiert, dann nehmt euch ein Ticket halt, dann geht er mal zum Marketing hin und dann sagt er immer Freitag, da sitzen wir mit den Geilsten zusammen, sucht euch mal ein Ticket hier aus, was wir uns eben halt nehmen und das machen wir euch Freitag fertig. Und dann kriegst du eben halt dieses Ticket nach dem neuesten Standard, das macht dann auch Spaß, Neues zu schreiben im Team macht mega Spaß und dann ist das Marketing so, boah, geil. Dann freuen die sich, dann sagen die so, ey, die Jungs, die haben ja Freitag Code Refactoring, da können die ja das Ticket 35 machen. So, das ist auch voll geil, dass sie dann sind die eh alle für sich und die haben ihren sicheren Bereich und dann werdet ihr eben halt zu Helden in der Firma. Sonst nicht. Ja? Das ist auch so eine Sache, wie man es verkauft. Ne? Verkauf ist halt auch, was der IT nicht liegt, aber ihr müsst es halt, ihr müsst verkaufen auch. CleanCode sieht eben halt so aus wie einer, der sich dafür interessiert hat. Ja, das ist Handwerk, das ist Leidenschaft, das ist irgendwie wie wenn du so ein Schreiner irgendwie so einen Tisch halt schreinert, der geht da halt auch nochmal drüber, der fühlt sein Werkstück, der ist da stolz drauf. Der sagt so, hey, das ist geil. Der geht so nach Hause und dann sagt er so, hier, da habe ich echt was Geiles gerissen. Diese Leidenschaft, die müsst ihr wiederentwickeln, wiederentdecken, vielleicht müsst ihr die auch völlig entdecken, aber dass er eben halt nicht so sagt so, ja, komm ey, Französisch habe ich reingeballert. Ja, fuck, das ist einfach scheiße. Ja, das bringt euch auch nicht weiter. Deshalb hier in so Open-Source-Projekten, wo eben halt so Reviews sind, wo ihr Feedback bekommt von der Community, das ist einfach wichtig, dass andere Entwickler über euren Code reden. Hat letztens einer bei mir im Video gesagt, so, es geht immer dieses Coder versus User und Coder versus Kunde. Das gibt es in der Welt, aber Coder versus Coder, das ist einfach zu wenig. Ja? Ihr müsst euch untereinander mal Zeug angucken. Der hat auch schon rausgefunden, dass es besser ist, die Lesezeit zu erhöhen, als die Zeit, die es schreibt. Der hat ja auch gesagt, hier irgendwie bla bla bla, guter Code kann vom Menschen gelesen werden und schlechter Code halt von Maschinen oder irgendwie so einen Spruch hat er. Der hat ja alle Ansprüche, könnt ihr mal nachgucken. Schlussfolie. Muss man auch wirken lassen. Soll ich nochmal größer machen? Das war's dann auch, Freunde. Ne? Können wir alle essen gehen. Ne? Genau so sieht's doch aus. Ja? Dieses Investment, das macht ihr auch für euch. Ihr schreibt auch für euch Tests. Ihr müsst das für euch als Werkzeug verstehen. Es bringt euch weiter und macht euch effektiver. Ja? Wer Tests als Werkzeug verstanden hat, weiß, dass er dann mit runden Rädern schneller fährt als mit eckigen. Wenn du dich aber nicht mit Tests beschäftigst und mit Softwarequalität und mit dem Ganzen, halt, dann sagst du eben halt so, ja, so kommen wir doch auch irgendwann an.
Das sind auch die, die alle sagen, so Tests, die kosten nur Zeit und Geld. Nein, die bringen Zeit und Geld. Deshalb ist so ein Facebook so erfolgreich und macht Milliarden, weil die Tests haben und Zeit für Innovationen. Und nicht, weil die in so einer Legacy-Code-Hölle so stecken, bis zum Hals und immer sagen, wir warten auf einen Kunden, der uns hier mit dem Budget rauszieht. Da wird keiner kommen. Du musst deinen Arsch schon selber aus der Scheiße ziehen, das ist so. Ein bisschen zu harter Schlusswort. Okay. Eigentlich bin ich ein netter Typ. So, Questions. Kauft alle meine Produkte. Fragen. Habt ihr Fragen? Ja. Wie hart oder wie nachhaltig sind deine Regeln so? Also da gibt es zum Beispiel einen Mails nach oben ziehen, finde ich jetzt persönlich nicht so gut, weil ich das so eher als so einen unnötigen Schreibvorgang betrachte. Kann das sein, dass du das dann überdenkst über die Jahre und refactest? Nee, also die Elstale ziehe ich tatsächlich nach oben. Okay. Da bleibe ich auch dran, weil es eben halt diesen Code halt auch nach links zieht. Ja? Also den Effekt, den müsstest du vielleicht nochmal, das ist echt gut. Ja, den kannst du auch den rechten großen Funktionen ausschuften. Scheiße verlagern bleibt scheiße. Aber nicht, wenn du den kleinen Teil. Auch dann bleibt scheiße, die stinkt. Doch, ist wirklich so. Nein, ich will ihn jetzt gar nicht so sehr dissen. Ist häufig so, dass sie halt sagen, ja, ey, wir wissen, wie wir das schön machen. Wir markieren das und sagen hier, Command T to Method. Sauber. Das Problem ist ja an einer anderen Stelle. Also grundsätzlich die Nachhaltigkeit der Regeln, so, ja, es macht halt Spaß, du brauchst halt Regeln, die du im Team halt vereinbarst, weil eben halt immer sonst irgendwie so unnötiges Blabla ist. Ja, deshalb führ die auf jeden Fall ein, die sind halt nachhaltig, solange du dich dran hältst. Und das ist, solange ihr euch daran haltet. Also wie nachhaltig das ist, das bestimmt ihr. Okay, meine Frage vielleicht eher, wenn die sich ändert, gehst du dann hin und ziehst das im ganzen Code nach? Wenn du der Meinung bist jetzt... In neuem Code kann man das, also du kannst eben halt erstmal einfach, also ich muss das ja für die Kamera wiederholen, aber irgendwie tue ich das ja auch die ganze Zeit schon nicht. Also auf jeden Fall... Auf jeden Fall, was heißt, ziehst du das in dem alten Code? Das ist eben halt so eine Sache. Du kannst jetzt irgendwie so ein Riesen... Guck, das neuer Code, das beinhaltet neuer Code, den du produzierst. Fang damit an, diese Regeln halt einzuführen, wenn du eben halt so... sonst überhebst du dich halt auch. Ja, du lernst ja gerade diese Werkzeuge zu nutzen, um mit denen halt... Also du hast eben halt so ein neues... Na, das ist jetzt irgendwie so, als hättest du hier so, habe ich ja dieses Kill Bill geschossen, als hättest du jetzt irgendwie so ein Leben lang irgendwie mit so einem Spaten gearbeitet und hättest jetzt so ein super Samurai-Schwert und wenn du nicht weißt, wie das einsetzt, dann ist das Ding halt im Arsch. Ja, und macht halt keinen Bock mehr, bricht ab oder sonst was, weiß ich nicht, ob man ein Samurai-Schwert abbrechen kann, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass du eben halt diese neuen Werkzeuge und die verbohrst du dir halt. Ne? Ich meine, ist ja jetzt irgendwie, wenn du jetzt ein neues Messer hast, um irgendwelche Sachen zu schneiden, dann machst du damit ja auch nicht den Putz irgendwie, dann machst du da ja nicht dein Unkraut, dann machst du damit dein Unkraut im Vorgarten ja nicht weg, weil dein Messer im Arsch ist. Ja, also lern erstmal ein bisschen mit den Sachen umzugehen und Spaß daran zu haben. Und wenn du diese Werkzeuge halt beherrschst und die irgendwo drin sind, dann guck dir beschissenen Code an. Ja, war das als Antwort okay? Okay. Bitte? Ja, ich hatte nur eine neue Wassersäule, eine krasseste Erfahrung von der Zeitersparnis, nachdem du mal sauren Code geschrieben hast. Also wie schnell konntest du mehr entwickeln? Was da so an Zeitersparnis ist, ich muss eben halt sagen, dass ich Never Code Alone gegründet habe, weil ich halt viel alleine arbeiten muss, ja. Und die Zeitersparnis ist, glaube ich, dass ich eben halt einfach mittlerweile irgendwie so mehrere Leute, die eigentlich mit zu mir kommen sollten, halt auch abdecke, ja. Also du bist eben halt so, du arbeitest also mehr als doppelt so schnell auf jeden Fall. Also du hast einfach, das ist wie Fahrrad und Autofahren. Ja, du schreibst Sachen. Wenn du auch einfach mal hingehst und so eine Methode oder wenn du dir Dinge eben halt so planst, das machen ja auch keine Entwickler mehr, ja. Also mal so eine Methode, so ein bisschen aufschreiben, was da passiert und so, einfach so mal so einen Ablauf. Wie, was, meine Klasse, hat welche Methoden, wie viele Zeilen Code hat die ungefähr, was steht da so drin? Erreichst du dieses Ziel halt nachher, sondern einfach, es gibt eben halt so Coder, die ballern halt einfach los. Und wenn dann ein anderer Case reinkommt, ja, hier nochmal ein If-Statement rein und dann so, und dann entsteht eben halt so ein Zeug. Plan einfach deine Sachen, geh einfach, mach professioneller, arbeite einfach professioneller. Ja, werde ein Profi. So. Ja,
Ende? Muss er abbrechen, ne? Ja. Eine noch. Ja, also Kommentare ist eben halt auch, also sind schon wichtig, aber ist eben halt, ist auch Legacy Code, also sauberer Code, der lesbar ist, braucht keine Kommentare, denke ich. Und Kommentare müssen halt auch nachgepflegt werden. Aber wenn du jetzt eben halt sagst, hier, das ist eben halt für Internet Explorer so und so ein Hack oder bei dem so und so Payment-Anbieter mussten wir diesen Teil, dann schreib eben halt Sachen. Also wenn Sachen nicht lesbar sind, du trotzdem nicht drum herum kommst, also du kannst so ein If-Statement halt kommentieren oder da halt drin schreiben, Ticket so und so, das wäre eben halt der Payment-Anbieter, der hat eben halt keinen Slash, wo ich jetzt eben halt den Slash habe, dann schreibst du das da drüber. Warum diese Zeile da ist, damit die eben halt keiner wegnimmt. Okay? Gut, dann bedanke ich mich und bleibt grün. Cool.